Dr. Lukas Köhler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, in so einer Debatte, die wir führen und die wir zu Recht ja auch sehr emotional führen in diesem Hohen Haus, muss man sich verdeutlichen, warum wir überhaupt darüber sprechen, warum es nötig ist, diese Debatte zu führen. Und das ist nicht, weil wir die große Debatte, die müssen wir auch führen, aber es ist nicht, weil wir die große Debatte über die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland führen, sondern es ist ganz klar, weil Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und gleichzeitig einen Energiekrieg gegen uns, gegen Europa. Und es ist nötig, jetzt dafür zu sorgen, dass all das, was wir tun können, um über den Winter zu kommen, auch getan wird. Und das ist der Grund, warum diese Debatte heute hier geführt wird. Das ist der Grund für dieses Gesetz. Keine Diskussion, kein ideologischer Streit darüber, ob wir jetzt Kernkraftwerke länger laufen lassen oder nicht, sondern nur die Notwendigkeit, über diesen Winter zu kommen, und das so sicher, wie es geht. Und das erlaubt dieses Gesetz, das hier vorgelegt wird. Und ich bin froh darüber. Es ist ein guter Tag für Deutschland, weil wir dafür sorgen, dass Unternehmen die Sicherheit haben, über den Winter mit ausreichend Energie zu kommen, weil Frankreich seine Atomkraftwerke nicht im Griff hat, weil wir zu wenig Gas haben, weil wir Probleme mit der Netzstabilität haben und auch, ja, weil wir dafür sorgen müssen, dass die Preise im Strombereich nicht nur durch einen Strompreisdeckel gesenkt werden, sondern auch dadurch, dass wir alle Kapazitäten nutzen, die wir zur Verfügung haben. Herr Dr. Köhler, gestatten Sie eine Frage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion? Ja, danke. Nein. Nein, danke. Die Diskussion, die wir hier führen, und das ist das Wesentliche, ist in einer Situation entstanden, in der Gas nicht verstromt werden sollte, unter keinen Umständen, weil wir müssen Gas sparen. Wir müssen über diesen Winter kommen, indem wir so wenig Gas wie möglich nutzen. Die Situation über das kommende Jahr, und so sieht es im Moment aus, ist aber eine andere. Wir haben LNG-Kapazitäten, die wir ordentlich ausgebaut haben. Wir haben eine neue Infrastruktur, wir importieren mehr Gas, und ja, die Hoffnung besteht auch immer noch, dass Frankreich seine Stromversorgung wieder in den Griff bekommt. Und deswegen sieht das nächste Jahr anders aus. Und deswegen ist es richtig, jetzt über den 15.04. zu sprechen. Deswegen ist es völlig korrekt, darüber nachzudenken, wie kommen wir über diesen Zeitraum, über die kalte Zeit des kommenden Jahres, um da kein Gas zu nutzen, um Strompreise zu senken, um für Netzstabilität zu sorgen. Und es ist auch richtig, darüber zu sprechen, wie wir 2023/2024 weitermachen. Aber da ist im Moment die Antwort eindeutig Kohle und Gas. Und ja, auch das ist keine einfache Debatte. Zum Glück ist aus klimapolitischer Sicht der Schaden nicht so groß, weil der europäische Emissionshandel das Ganze regelt. Aber natürlich bedeutet diese laufende Diskussion auch eine Debatte darüber, wie sieht die Stromversorgung in Zukunft aus. Weil wir heute doch jetzt schon wissen, dass der alte Deal, den wir mal mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft geschlossen haben. Wir setzen auf einen massiven Einstieg in erneuerbare Energien und sorgen für eine Grundversorgung in der deutschen Energiewirtschaft durch Gas, erst durch Erdgas und dann durch Wasserstoff, dass dieser Deal so nicht funktionieren wird. Denn das ist das Problem. Denn das Problem ist doch, dass wir günstiges Pipeline-Gas aus Russland nie wieder in diesem Maß beziehen werden, wie wir es bisher getan haben. Und das ist auch richtig so, weil wir nicht abhängig sein können aus anderen Quellen. Und wenn wir dafür sorgen können, dass der LNG-Preis so niedrig ist, dann funktioniert auch diese Diskussion. Aber um die Energieversorgung in Zukunft die Energieversorgung der Zukunft Deutschlands sicherzustellen, werden wir jetzt dafür sorgen müssen, dass wir zum einen eine Debatte über den Strommarkt führen, eine Debatte darüber, wie sieht eigentlich eine Welt aus, die fast nur noch aus erneuerbaren Energien besteht, auch mit hohen Wasserstoffkosten, und eine Debatte darüber, wie kriegen wir eigentlich ausreichend Gas, um da hinzukommen. Und diese Debatte, das ist das eigentliche Wesentliche, was wir jetzt führen müssen. Die Debatte jetzt, das zu tun, was nötig ist, was richtig ist, das ist absolut korrekt. Und ja, die Notwendigkeit, günstige Strompreise zu haben, besteht nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern sie besteht auch insbesondere für all diejenigen, die wie wir wollen, dass dieses Land klimaneutral wird. Denn wir werden es nicht hinbekommen, Klimaneutralität durch Deindustrialisierung
zu erzeugen, sondern wir werden dafür sorgen müssen, dass Wirtschaftswachstum und die Reduktion von CO2 miteinander einhergehen. Und dazu brauchen wir günstige Energie. Die Herausforderung, vor der wir aber gerade stehen, ist, dass wir enorme Investitionen brauchen. Wir brauchen aber auch gleichzeitig enorme Planungsbeschleunigung. Und ich glaube, das ist die Debatte, die wir als nächstes in diesem Bundestag führen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Deutschland schneller werden mit Infrastruktur, mit Energieausbau. Und ja, wir tun heute, was nötig ist. Aber wir werden morgen dafür sorgen, dass wir das tun, was weiterhin richtig ist. Vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention aus der AfD-Fraktion.